Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und schaut mal, wer wieder da ist. Der Demogorgon. Denn das Stranger Things Kapitel wurde wieder hinzugefügt zu Dead by Daylight. Ist das nicht wahnsinnig cool? Ja, ich habe jetzt endlich wieder meinen Demogorgon. Und kann hier meine Polöcher wieder verteilen. Und es freut mich richtig dolle. Ich habe auch Nancy und Steve wieder. Ich habe in den ersten 3 Minuten, in denen es wieder verfügbar war, das mir direkt organisiert. Da war jemand. Ich habe eigentlich noch gar keine Zeit. Aber ich spiele den Taxi-Gorgon. Das wollte ich mal gesagt haben. So. Das bedeutet, ich spiele mit Erregung, Eiserner Griff, Groupie und Irrer Mut. Na komm schon. So. Das bedeutet, dass ich mit einem Beifahrer ja, am besten laufe. Da bist du hängen geblieben, hä? Ups, was war das denn? Oh, ich dachte, sie läuft weiter. Oh, hat die einen schlechten Ping? Die hat einen richtig schlechten Ping. Okay. Die hat einen richtig schlechten Ping, Freunde. Sie ist hochgegangen. Oh, der war ein bisschen mutig. Ah, okay. Jetzt rennen wir wieder hier im Kreis. So, da ist nochmal jemand nach rechts gegangen. So, und da ist eine Michaela. Die möchte jetzt nämlich ganz gerne Groupie werden. Ich habe sie leider nicht mehr gesehen. Wildpferd macht mir jetzt gar nichts aus. Es sind auf jeden Fall einige Groupie. Portal öffnen. Und dann gucke ich mal. Die müsste ja hier irgendwo sein. Da. Ich weiß, ich hätte sie für Groupie nicht mit M2 angreifen dürfen, sondern ich hätte jetzt auf M1 gehen müssen für Groupie, aber ich wollte den Hit auf jeden Fall nochmal haben, damit ich sie höre. Na komm schon runter, hier. Okay. Okay. Da ist eine Sackgasse. Auch Wildpferd. Na komm schon. Das war wieder Groupie. Das war ja schön. Wie geht das? Wie geht das? Warum kann ich sie hier nicht? Moment. Ach so, weil es zu nah am Haken ist. Deswegen geht das nicht. Die haben alle Wildpferd dabei, als hätten die es geahnt. Wie witzig ist das denn? Das ist sehr, sehr witzig. So. Nee, die ist da geblieben. Super. Und dann kommst du am nächsten Haken. Ja, ich hatte ja eigentlich das Chapter und ich spiele super gerne auch Demogorgon. Aber irgendwie war es mir jetzt nicht mehr vergönnt, seitdem ich gewechselt habe. Da hoch. So. Ich habe ja von der PlayStation auf den PC gewechselt und seitdem war leider mein Chapter dann weg. Das war aber für mich eine glückliche Teleportation, würde ich mal behaupten.
So, dann gehen wir doch mal da drüben an den Haken. Groupie ist wieder aktiv. Boah, ich laufe mal ein Stückchen mit ihr, ne? Hier hinten zum Beispiel hin. Willst du nicht tanken? Ach Mensch. Da ist jemand an meinem Polo. So. Ah, okay, ich verstehe. So. Okay, okay, okay. Ich komme gar nicht dazu, so viel zu erklären. Tut mir leid. Aber ich habe hier auf jeden Fall immer gute Beifahrer. Da vorne ist eine Mika. Die wird von meinem Poloch da oben auch wieder aufgedeckt. Ich bin überglücklich. Ich weiß nicht, wie es mit euch so ist, aber ich bin überglücklich, dass das Chapter nun wieder da ist. Da vorne ist eine Mika. So, Groupie ist noch auf Abklingenzeit. Das heißt, wir bringen sie mal einfach hier vorne in den Haken. Und wir können jetzt wieder mit dem Taxi-Gorgon ein paar wilde Runden fahren. Auch wenn ich den Sprungangriff... Ah ja, doch. Doch, doch. Sprungangriff geht noch. Sprungangriff geht noch. Witzig. Ich bin super happy. Ich bin gestern völlig ausgerastet, als das Chapter wieder in den Store reingekommen ist. Portal markiert. Ah, da vorne sind wir Scratchies. Bist du noch vielleicht ein Groupie auf irgendeine wundersame Weise hier betroffen? Da bin ich nicht... Ui. Dann zerfetzen wir doch die Palette hier mal. Ach, und ich trete mal gegen den Gender oben. Wir sind auf dem Discord völlig ausgerastet. Leider konnte ich gestern nicht direkt spielen, weil ich ein bisschen krank am Wochenende war und Kopfschmerzen hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Kopfschmerzen Dead by Daylight gespielt habt. Das macht echt keinen Spaß. Okay. So, was für Addons habe ich dabei? Dass die Wahrnehmungsreichweite von meinen Portalen erhöht ist. Und... Doch, ich gehe mal darüber. Dass... Oh, das hat sie gut gemacht. Dass Killerinstinkt ausgelöst wird, ohne dass ich aus dem Abgrund aufladen muss. Das bedeutet, aus dem Abgrund ist, wenn ich die Krallen so nach oben mache hier. Die ist zur Seite geglitscht aus meiner Sicht. Oder? Wo ist die hin? Also das mit dem Ping ist echt wild. Das ist gemein. Okay, jetzt sind die da unten. Ja, morgen kommt, also für euch morgen, das neueste Chapter, also beziehungsweise der PTB startet für das neuere Chapter. Und ich bin super gespannt. Ich habe keine Idee mehr jetzt, was es sein könnte, dass sie da mein Portal weggenommen haben, ist eigentlich egal. Weil da nämlich kein Gen in der Nähe mehr ist. Die erste ist auch schon kaputt. Das heißt, ich kriege jetzt ein Portal zurück. Das nehme ich natürlich auch sehr gerne. So, ich setze mal hier ganz schnell noch ein Portal hin. Da gehen die gerade dran. Das heißt, ich teleportiere mich mal einfach. Ich muss ein bisschen mehr Druck machen. Die sind noch zu dritt.
Ich habe das Gefühl, sie ist hier noch. Ah, das war Jill. Okay, und hier ist die gute Palette. Ich hätte Yui unten aufhängen sollen. Hätte ich zumindest noch einen Haken im Keller gehabt. Okay, ich gehe weg von ihr. Und ich setze mal hier schnell ein Portal, damit ich da rüberkomme einfach. Sie ist weggekrochen, okay. Wo denn? Ach, hier. Oh, da sind sie disconnected vor lauter... Ah, da sind sie zu zweit dran. Okay, dann gehen wir da mal ein bisschen rüber. So, dann sind die nämlich von Goofy betroffen. Vor lauter schlechten Ping disconnected. Wild. Okay, sie wurde nicht gerettet. Da waren sie dran. Ich mache da mal schnell eine Kralle drauf. Hattet ihr das, na komm schon. Das Chapter schon? Oder habt ihr in den letzten 2 Jahren angefangen? Wir haben jetzt seit 2 Jahren mal wieder darauf gewartet, dass das Chapter erneut hinzugefügt wird. Und ich habe gar nicht mehr dran geglaubt, ehrlicherweise. Okay. Aber jetzt habe ich es auch auf dem PC und ich bin wirklich wahnsinnig froh darüber. Sie ist wieder dran. Das Add-on ist super. Das verrät mir jetzt halt immer, wenn die wieder dran gehen. Das Problem bei den Bots ist, dass die einen Warlake haben. Und deswegen, wenn ich hier antäusche, bringt es gar nichts, weil der Bot einfach weiß, dass ich antäusche. Ich gehe mal weg. Okay. Ich höre sie hier irgendwo. Nee, die ist hier. Okay, keine Ahnung. Wir setzen ein Portal und gehen hier durch. Was ist das immer? Ärgert der Bot, sagt mal. Ich liebe den Demo-Hundi. Bin richtig happy, dass er wieder da ist. Jill ist wieder full life. Okay. Sie ist wieder an dem Jen. Was denkt ihr außerdem, was das neue Chapter wird? Ich hätte jetzt ja drauf gewettet, dass Vecna kommt, aber... Hey! Jetzt, da das DLC hinzugefügt wurde wieder, bin ich mir nicht so sicher, was jetzt noch für ein... Was für ein Killer uns jetzt noch erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, dass Vecna kommt und dass das Stranger Things DLC wieder hinzugefügt wird. Die
Bots machen mich meistens fertig, ne? Ich hab vorne sind noch Scratchies. Warum läufst du denn der Jill hinterher? Das ist ja total frech. Die Jill, die will doch auch nur überleben, Botti. Und da wollte ich auch. Ist halt ein guter Loop. Und das Problem ist wirklich, dass die das jetzt hier weiß, ne? Ich muss nicht hier blutlusten. Weil die Bots, die wissen einfach, wo man ist. Das ist echt ein Krampf manchmal. So, zwei. Und ich gehe jetzt extra so rum, weil ich möchte, dass sie jetzt wieder durchgeht. Das Fenster ist jetzt zu und jetzt muss sie den Loop nämlich wechseln. Also, ich spiele meistens so, dass gegen Bots ich die Blutluste. Ich weiß nicht, ob ihr da noch einen Tipp habt, aber die haben halt auf jeden Fall. Ich sind gar keine Haken, ne? Gut, dass ich den eisernen Griff habe. Vielleicht haben wir Jill jetzt nochmal gefährdet. Oh, die hat einen anderen Gen durchgezogen. Den da oben. Oh, da habe ich gar keinen Killerinstinkt mehr gekriegt. So. Die ist hier. Ich setze mal noch ein. Ich habe kein Portal mehr übrig. Ah, ich wollte mir vorhin das Portal eigentlich aufgespart haben. Ja, ich meine, wenn sie die Luke kriegt, bin ich auch fein. Das hat sich ja allein deswegen gelohnt, weil alle Wildpferd dabei hatten. Ich suche jetzt die Luke übrigens und sie wird das Tor in der Zeit machen. Ich teleportiere mich mal zum Tor hin. Ja, und zwar, oh, die sind alle so weit weg. Ja. Da ist sie. Sei ihr gegönnt. Ja, der Taxi-Gorgon, da ist er wieder. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählt habe in der Runde, aber auf jeden Fall, ich freue mich aufs kommende DLC, was jetzt morgen angekündigt wird. Ich freue mich heftig über den Taxi-Gorgon, dass ich den wieder spielen kann. Und vor allem für euch wieder spielen kann. Ich habe ja am liebsten Piggy und Demogorgon gespielt, deswegen war das jetzt schon ein derber Schlag, als ich den nicht mehr hatte. Ja, morgen, also Mittwoch, werde ich auf jeden Fall auf Twitch streamen, sobald der PTB da ist. Das heißt, ihr könnt sehr gerne vorbeikommen. Ich verlinke meinen Kanal unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.